Tue, was du willst, soll sein, das Ganze von dem Gesetz. Impfen ist nichts, Liebe. Da redet der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmer, von einem Du sollst. Aber er gibt keine Begründung her, wieso ich aus Nächstenliebe mich impfen lassen soll. Weil so viele Menschen an und mit Corona bisher starben? 4 Millionen sind bisher gestorben bei 7,5 Milliarden Menschen. Mag ein jeder ausrechnen, was das in Prozent heißt. Weil Großbritannien derzeit über 51% Vollgeimpfte hat und trotzdem einen Inzidenzwert aufzeigt von über 300? Und trotzdem wollen sie so gut wie alle Maßnahmen in Großbritannien aufheben. Und ich mich frage, sind die Wissenschaftler in Großbritannien dümmer als in Deutschland oder anderen Ländern? In Deutschland sind bisher 4,5% daran infiziert und sage und schreibe 0,11% mit oder an Corona verstorben. Und die Schweden, das sind die Schlimmsten, sind immer noch nicht ausgestorben. Ich soll mich also aus Nächstenliebe impfen lassen wegen solchen Ergebnissen und Fakten? Aber natürlich soll ich mich nicht wegen Nächstenliebe impfen lassen, denn kurz danach sagt er, man hat weniger Freiheiten, wenn man sich nicht impfen lässt. Zuerst kommt er fadenscheinig mit christlichen Werten, um dann zu sagen, willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Gut, über Freiheit denke ich auch anders als viele andere, aber das soll nicht das Thema hier sein. Lasst uns über Liebe reden. Was ist eigentlich Nächstenliebe? Im Grunde ist es Altruismus, also man opfert sich für andere, ohne an sein eigenes Wohlergehen zu denken. Insofern passt das absolut rein, hirnlos und sklavisch sich für nichts zu opfern. Meine Definition und vermutlich die des Liberal ist da etwas anders. Wenn ich verliebt bin, dann akzeptiere ich grundsätzlich alles, was meine Partnerin auch an Macken hat. Denn ich schwebe auf Wolke 7 und alles ist rosarot. Dadurch, wer kennt es nicht, akzeptiert man noch viel mehr als den Partner bzw. Partnerin. Man geht gerne zur Arbeit, sofern man die Arbeit nicht mag. Man lässt sich darauf ein, doch mal dieses und jenes zu essen, was man vorher strikt abgelehnt hat. Oder und man interessiert sich für Dinge, die vorher langweilig waren. Das ist Liebe, schlicht und einfach X zu akzeptieren. Nächstenliebe wäre dann also, den anderen zuallererst so zu akzeptieren, wie er ist, eben ein Tu, was du willst. Denn woher will ich wissen, dass mein Gegenüber es auch will, dass ich mich wegen ihm impfen lasse? Ich kann das nicht wissen und ich will sicher nicht, dass ein anderer für mich das macht, dass ein anderer gezwungen wird, etwas für mich zu tun, damit ich gegebenenfalls überleben kann. Es ist absolut niemandes Recht, sich für einen aufzuopfern, wenn dieser das Problem alleine lösen kann oder zumindest darum gebeten hat, dass man ihm hilft. Heidegger, ein Philosoph, sagte dazu, es gibt die einspringende Fürsorge und die vorspringende Fürsorge. Bei der Kindererziehung sieht man es immer wieder. Die Mutter sagt, du kannst das nicht, lass mich das machen. Als das Kind versuchte, einen Apfel vom Tisch zu holen. Sie gibt ihm nicht die Möglichkeit, dass das Kind von alleine das Problem, wie bekomme ich den Apfel, löst, sondern springt sofort ein. Man nennt sowas Helikoptereltern. Mit so einem Verhalten wird das Kind mit der Zeit wie ein Hund. Zuerst zu seinen Eltern schauen, darf ich bzw. kann ich? Und erst wenn der Hundehalter wohlwollend nickt, hechelt das Kind freudig darauf zu, aber immer im Bewusstsein, ich werde sofort zurückgewiesen, wenn ich es nicht so mache, wie es erwünscht ist. Sowas nenne ich Sklavenzüchten. So, als würde eine Regierung sagen, du bist zu unmündig, um selbst zu entscheiden, ob oder ob nicht. Und darum haben wir hier ein paar tausend Gesetze und Vorschriften, damit du weißt, was zu tun ist. Denn, merke, du bist als asoziales Wesen geboren. Zum Glück sind wir davon noch weit weg und leben in einer Demokratie.
Ein Schlusswort noch was für Nietzsche aus seinem Buch, also sprach Zarathustra, von den drei Verwandlungen. Welches ist der große Drache, den der Geist nicht mehr Herr und Gott heißen mag? Du sollst, heißt der große Drache. Aber der Geist des Löwen sagt, ich will. Du sollst, liegt ihm am Wege, Gold funkend, ein Schuppentier, und auf jeder Schuppe glänzt golden, du sollst. Tausendjährige Werte glänzen an diesen Schuppen, und also spricht der mächtigste aller Drachen, aller Wert der Dinge, der glänzt an mir. Aller Wert ward schon geschaffen, und aller geschaffene Wert, das bin ich. Wahrlich, es soll kein Ich will mehr geben, also spricht der Drache. Meine Brüder, wozu bedarf es des Löwen im Geiste? Was genügt nicht das lastbare Tier, das entsagt und ehrfürchtig ist? Neue Werte schaffen, das vermag auch der Löwe noch nicht, aber Freiheit sich schaffen, zu neuem Schaffen, das vermag die Macht des Löwen. Freiheit sich schaffen und ein heiliges Nein auch vor der Pflicht dazu, meine Brüder, bedarf es des Löwen. Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen.